Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Deluxe Deluxe Feuerrot Random Edition mit Grants. Yay, yay, yay. Hallo Leute. Bin Goro bei. Oh, ich hol mir Tränke. Grants macht jetzt erstmal Tränke. Um nicht zu sagen, super Tränke. Hier am Schild steht Azuria City Pokémon Arena. Arenaleiterin Misty. Oh, ich die hab keinen Bock. Burschikose Mojäjungfrau. Die was? Burschikose. Was ist das denn? Das kenne ich echt nicht. Burschikose. Denn Burschikose. Die Burschikose Meerfrau, tatsächlich. Keine Ahnung. Nee, das ist mir nicht geläufig. Weiß der Geier. Ich geh rein, Leute. Ich hab aber. Oh Mann, ich hab Angst. Ich hab nur drei Pokémon und Goro kriegt jetzt einen Punkt. Wer vorne ist. Oh, der soll natürlich nicht vorne sein. Wer ist denn bei mir vorne? Ah, ist glaube ich schon eine gute Wahl. Hey, ich stehe vor Misty. Ist glaube ich schon eine gute Wahl. Ist eigentlich. Warte mal. Wasser ist doch gegen Stein effektiv, ne? Wasser ist gegen Stein effektiv. Ist Stein denn gegen Wasser nicht effektiv? Das. Weißt du das? Ja, ist richtig. Ist nicht Achso, okay. Ach man. Ja, okay, komm, wir müssen es wohl oder übel machen. Ich stehe vor Misty, bist du ready? Ja. Alles klar. Du musst neu sein. Ich habe dich nie gesehen. Wenn ein Trainer zum Profi werden möchte, muss er sich eine Pokémon-Taktik erarbeiten. Auf welche Weise fängst du deine Pokémon? Mit Bällen. Meine Strategie basiert auf dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Oh. Da steht sie in ihrem Bikini. Ja, 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 da habe ich keine Zeit für. Leider in Misty setzt Stern du ein. Oh Mann, Leute. Stein trifft übrigens neutral auf Wasser. Danke, dass du mich hier so ins Messer lassen. Das ist wie mit Gary damals. Ja, ja. Ich habe nämlich gerade jetzt nachgeguckt. Das heißt, ich kann den Walzer einsetzen von Cordelia. Walzer! Und sie macht Härtner, willst du mich verarschen? Oh Gott, ich meinte, man kann auch mega Glück haben jetzt, dass sie einfach nie angreift. Und die Attacke geht daneben. Ach, Goro. Bei mir macht sie Aquavit. Sie macht Härtner schon wieder. Das wäre ein geiles Duell. Das wäre so wie bei Goro das eine Duell, glaube ich. Oh, sie setzt einen Trank ein. Oh Gott, jetzt schon? Mhm. Aber besser als für Starmie. Haben die nur einen Trank in der Edition? Ich glaube ja. Also, oder? Die Anfangstrainer wäre heftig, wenn die schon zwei haben. Oh, Aquavelle. Aber Wasser gegen Wasser ist nicht effektiv. Ha! Nur 6. Geil. Kann aber verwirren, Aquavelle. Ach, ehrlich? Ja, hat's bei mir gerade gemacht. Stern, du ist gleich tot. Nein, Supertrank. Du. Misty! Du geile Schlange. Keine kann so oft und lange. Oh, mit einem Schlag im roten Bereich! Meryl, Meryl, Meryl. Na? Meryl ist der King, Goro. Und jetzt ist sie verwehrt. Nein. Ich hoffe einfach, dass Dami dich richtig wegklatscht. Ich brauche. Boom! Stern, du bist tot. Ja, bei mir auch. Alter, das war gut. Aber jetzt ist Cordelia verwehrt. Was mache ich jetzt, Leute? Dami kommt, Leute. Dami wird eingesetzt, ja. Ist sie noch verwehrt oder nicht? Ich glaube schon, ne? Ich riskiere es. Ich mache nochmal Walzer. Nein, die hat Sternschauer. Sternschauer trifft immer. Das ist so gemein. Und das war ein Volltreffer bei mir. Und Walzer geht durch. Macht nicht so viel Schaden, leider. Stern. Oh nein. Also, Meryl wird sterben bei mir. Bin ich ziemlich sicher. Ich setze erstes Heil-Item ein. Und meine Attacke ging daneben. Das darf nicht sein. Ja, setze ich auch das erste Heil-Item ein, Leute? Ja, ich würde sagen, ja. Ich setze auch ein Heil-Item ein. Und schon wieder Sternschau und schon wieder ein Volltreffer. Das kann auch nicht sein. Oh Goro, ey, was haben wir getan? Wieso machen wir so ein Shit? Beides Heil-Item. Oh, Leute, Aquavelle. Das ist gut, dass die Aquavelle macht das. Nein, das verwirrt mich bestimmt wieder. Jetzt hat sie Sternschau, hier. Komm, Walzer. Aquavelle macht sich schon wieder. Das macht aber 11 Schaden. Das müsste ich dann theoretisch überleben noch. Bitte nicht verwirren. Warum verwirrt er denn immer? Und er trifft sich selbst. Oh nein. Ich hab Stami halt vergiftet, das zerge ich halt runter gerade. Ach so, das ist natürlich auch nice. Oh, es hat nur noch einen kleinen roten Strich! Oh, der Goro schafft das. Soll ich Myrapla jetzt... Ach nee, es ist ja vergiftet! Ja, ich hab Misty besiegt! Nice! Zweites Heil-Item verwendet fürs Protokoll. Bitte aufschreiben, Fans. Danke. Oh, Robin erreicht Level 21. Diese scheiß Aquavelle. Wow, du bist sehr gut. Alles klar.
Ich überlasse dir den Quellorden als Zeichen deines Triumphes. Ich mach so wenig Schaden. Und jetzt kommt der Sternschauer wieder. Hey, Robin entwickelt sich. Wer ist Robin nochmal? Giflo, hier. Ah, Duflo. Also Mira Planet Duflo. Ja. Spoiler. Was? Warte nochmal mit dem. Yo! Misty besiegt. Nur mit Meryl. Dein Robin wurde zu Duflo. Ja, ich habe auch nur Alter. Dings eingesetzt. Mirapla. Ja, aber Meryl? Ja, Meryl. Es ist Wasser. Wenn du draußen bist, sag Bescheid, dann kann ich vorlesen. Alter, 900 Erfahrung, Level 20. Geil, Alter. Da geht mir schon so ein bisschen aber ab, Freunde. Spieler besiegt Leiter Misty. Sie dürfen. Der Quellorden lässt alle Pokémon bis Level 30 deinen Befehlen gehorchen. Sogar Außenseiter gehorchen dir. Deine Pokémon können den Zerschneider nun jederzeit einsetzen. Du kannst kleine Büsche zerhacken und so neue Wege freilegen. Zu guter Letzt schenke ich dir noch mein Lieblings-TM. Lake, oder wie? 03. Aquawelle. Wasser-Pokémon können diese Attacke erlernen. Ah, danke, Misty. Danke für diese ausführliche Beratung, Fräulein Misty. Ja, und jetzt gehen wir eine Runde schwimmen. Oh, ich gehe jetzt erstmal meine Pokémon wieder einsammeln, bevor du das machst. So. Was machst du jetzt erstmal? Ich habe jetzt schnell mein Feuer-Pokémon ins Team genommen. Ach so, ja, ich habe ja keins. Ich weiß, aber du hast ein Psycho, ne? Ja, das habe ich auch drin. Und einen Kampf, ne? Und einen Kampf, habe ich auch drin. Okay, fuck. So, also, nehme ich jetzt Sandan mit oder Dickda? Ich nehme Dickda mit. Ich würde Dickda, glaube ich, auch, ja. So, welches Max-Level hast du denn? Muss man gleich schauen, welches ich habe. Ach, warte, muss ich Sandan oder Dickda drin lassen? Nee, in der Arena. Also, was du in der Arena für Max-Level hattest. Ja, warte mal. Ich leg jetzt kurz ab. Ja, Level 21. Ah, okay, ja gut, ich hatte eh 20. Dann muss ich einmal kurz die Regeln öffnen. Wenn er jetzt keinen Sound mehr hört, tut's mir leid. Hast du die gerade da irgendwo liegen, wo ich sehe? Die Regeln habe ich hier, ja. Achso, dann kannst du das ja unten sehen sonst, ne? Ja, ich habe die Regeln hier. Okay, warte. Dann kommt das wieder so. Ja, dann sagt die KP halt vom Mankey, meinetwegen. Vom Mankey? Warte, ja. Ich bin kurz rausgegangen aus dem Pokémon-Dings. Die KP von Mankey? Ja. 48. Das heißt 8. Was war das nochmal? Ich darf einmal sagen, dass du nicht fangen 8 darfst. 8 ist, der gegnerische Trainer darf keine legendäre Pokémon im Team haben. Ist das nicht 9 und 10? Nee, das ist... Nee, 10 gibt's nicht. Ach, scheiße, stimmt. 0 und 1, ja. Genau, es ist 8 und 9. Oh Gott, schon wieder 8? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja. Okay, was... Achso. Ich habe Meryl, Nidorina und Schwalbini. Okay, ich nehme Schwalbini. Ah, okay, dann hast du das gleiche. 49 hat das nämlich. Oh nein. Aber Nidorina hätte auch 59 und Meryl hätte 71. Ja. Das ist Duflo hätte 61 gehabt, Sandan 41. Und was war denn, beiden. Was ist 1 nochmal? Der Trainer darf sich ein primäres Element sichern. Oh, das wäre nice. Hätte ich mir Psycho gesichert. Die anderen beiden hatten 3 und 4 und das wäre gewesen ein beliebiges Pokémon des Gegners. Besiegen. Als besiegt markieren, genau. Und das andere wäre ein ehemaliges, nee, einmalig das zweite Pokémon wieder. Ja, schade, dann haben wir eigentlich beide keinen Effekt. Naja, ist nee, halt so. Ich speichere jetzt erstmal. Ja, gute Idee. 11 Stunden habe ich schon gespielt. Ich habe 9 Stunden 40. Dadurch, dass wir immer so speeden, Leute, nicht, dass ihr euch wundert. Ja, wenn wir trainieren, speeden wir ab. So, jetzt müssen wir echt aufpassen. Major Bob, Level 24, ne? Das ist korrekt, aber ich muss jetzt erstmal zu Bill. Ach, stimmt. Ja, ich gehe schon mal in dieses Haus hier. Guck mich schon mal ein bisschen um. Der Polizist lässt mich jetzt ja durch. Die Leute hier wurden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem Verbrechen. Mann. So, warte mal, welches Level hat er denn? Ja, Spike ist Level 17. Dann kämpfe ich erstmal mit dem jetzt ein bisschen. Ach, da muss ich jetzt wieder gegen so ein Team Rocket-Menschen kämpfen, ne? Die haben doch den Schaufler geklaut. Den ich dick da Sie haben den Schaufler gestohlen, Gorobei. Eine TM mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer.
Ah, Mist, ich hab Dick da nicht mitgenommen. Naja, egal. Oh. Hey, bleib draußen. Du hast ja nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir nicht? Team Rocket confirmed, Leute. Ich habe ihn direkt an seinem R auf der Boost erkannt. So, ich bin nur ein Passant. Das R steht für Robert. Robert! So, eine Glut gegen Macholo. Endlich habe ich Spike wieder dabei, Leute. Ihr liebt Spike, ja, habe ich schon gesehen. Aber die meisten Leute waren übrigens mit meiner Wahl des Starters konform. Ja, das waren wir ja auch beide. Und bei mir im Übrigen auch. Myrapla war wohl die beste Wahl. Allein für die beiden Arenen. Ja, genau. Und für die nächste Arena habe ich halt Dick da, ne? Das stimmt, ja. Das ist super. Ey, Goro ist echt hier der Arena-Mensch, ey. Ja, wurde auch in den Kommentaren geschrieben, wenn mein Team so bleibt, wie es jetzt war, dann habe ich keine Probleme in keinen Arenen. Traumato hat er. Traumato sieht immer lustig aus. Traumato sieht immer so ein bisschen aus wie so ein... Aussetzer, auch Mann. Boah, so ein Wanderer, der dreimal Dings hat und dann nervig ist. Ach, Hypnose, das ist doch scheiße. Jetzt holen wir ihn hier raus. Wo kriegen wir jetzt der Schneider eigentlich, ja? Auf der MSN. Ach ja, stimmt ja. Ganz am Ende, ne? Mhm, vom Captain, der... Oh Mann, wie sollen wir denn die MSN machen? Von dem Captain, der da am Rumkotzen ist. Wie sollen wir denn die MSN machen, Franz? Frag mich nicht. Mit welchen Pokémon sollen wir die MSN machen? Mit denen, die wir neu fangen wahrscheinlich. Ja, aber wir müssen die ja trainieren. Wer hat sich denn die scheiß Sachen hier ausgedacht? Die Regeln, ey. Ich weiß es nicht. Irgend so ein Spaddel hat die Regeln gemacht. Irgendjemand, der überhaupt keine Ahnung von Pokémon hat, ey. Ja, die wissen überhaupt nicht, was los ist, ey. Konfusion. Also Cordelia ist mein Tank, ey. Dass Meryl irgendwie so viel HP hat, wusste ich gar nicht. Ist auch schon ausgelevelt jetzt, ne, Meryl, Azumeryl. Mhm, wird nicht mehr. Das hat ja noch eine Vorentwicklung. Ja. Ah ja, stimmt. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Und jetzt kriege ich den Schaufler, glaube ich. Okay, ich gebe die gestundete TM zurück. TM 28 erhalten. Ich gehe wohl besser, tschüss, sagte er. Oh nein, mein Kühl ist vergiftet. Schon lange kein Pokémon mehr gestorben von uns, Freunde. Im Übrigen sind alle wieder fit, ne? Ich kann die nur nicht mitnehmen, weil Goro halt ein paar Slots blockiert. Also wenn sein Mankey stirbt, alleine, bin ich der Erste, der zum Pokécenter rennt. Wenn wer stirbt? Wenn Mankey stirbt. Oder mein Izzo. Wie viele, du hast jetzt gerade, hast du gerade 5 im Team? Ich hab 5 Pokémon, oder? Ja. Das ist krass. Mankey ist vergiftet. Stirb, stirb, stirb. Du wolltest ja nicht bei Dings verlieren, bei Mist. Nee, da hab ich auch keinen Bock drauf, ey. Ja, dann hättest du mir auch noch den Wasserslot geklaut, dann hätte ich Meryl nicht mehr. Da hätte ich nur 2 Pokémon. Für die Arena hätte ich dir den wieder gegeben. Seht ihr mal, wie nett Goro ist. Darf ich eigentlich Tränke außerhalb des Kampfes benutzen? Ja, ne? Ja, ja, klar, das ist ja scheißegal. Oh, Route 5, ist eine neue Route, oder? Das ist eine neue Route, ja. Leute, dann wird der Grants jetzt nochmal zum Pokécenter gehen und das Billig-Pokémon holen, weil ich will die nicht one-hitten. Ich brauche neue Pokémon. Und bitte drückt die Daumen, dass da ein Drache oder ein Geist oder so drin ist, damit ich das mitnehmen kann. Weil Goro blockt ja einfach alles. Drache oder ein Geist? Ja, muss ja. Welche Typen sind noch frei? Unlicht wird noch gehen. Sonst ist doch fast alles weg. Nein, Gestein ist noch drin. Stein, stimmt. Stein wird auch gehen. Da sind noch massig Typen sind noch drin, ey. Masse statt Klasse, ey. So hab ich das gerade. Meine Pokémon sind alle. Und wieder so. Schwalbini ablegen. Also wie gesagt, Leute, wenn ich hier das da rechts nicht aktualisiere, ja, weil Flormel ist halt so ein Opfer eigentlich. Den nehme ich jetzt dann nur mit, um ein Pokémon zu fangen. Dann habt ihr aber bitte. Ist Flormel eigentlich ein starkes Pokémon? Ja, aber ich finde Schwalbini besser. Das ist korrekt. Und du hast doch Habitak. Halt's mal. Obwohl, weißt du was, Leute, weil Goro jetzt hier wieder so gemein zu mir ist, fange ich nächste Folge erst im Pokémon. Boah, ne, du bist so gemein. Die Leute schalten ja sonst nicht ein. Ich will ja auch wissen, was das ist. Die Leute geben ja auch keine Daumen. Wir haben Misty besiegt und manche Leute haben immer noch keinen Daumen gegeben, sehe ich hier gerade in der Statistik. Echt? Ja. Machen die Leute einfach. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich bin so doof. Jetzt musst du gegen wildes Pokémon kämpfen. Nee, ich bin halt durch dieses Haus gegangen, dann kommst du auch hinten rum. Bin runtergerannt, die Stufe runter und stand wieder neben der Arena.
Ach Mann. Ah, hier ist die Pokémon-Pension. Das ist ein gutes Zeichen, Leute. So, ich stelle mich hier schon mal hin. Was machst du so? Ich bin jetzt gleich bei Bill. Mir fehlt eine Trainerin. Okay, dann willst du die noch machen? Würde ich diese Folge Bill noch mal schnell durchklicken. Okay, weil ich stehe jetzt hier. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Du hast ja schon letzte Folge gesprochen. Können die Leute ja mal vorbeikommen. Stimmt, genau. Klickst du dich schnell durch. Hast du mit den beiden gesprochen, die da aufs Meer gucken? Ja, die machen aber nichts. Die labern nur, dass Misty hier manchmal hinkommt und der eine sagt dann so, wieso bist du hier alleine? Forever alone? Hast du keine Freundin? Warte mal, das heißt, wenn du die jetzt hast, Goro, dann können wir beide ja morgen ein Pokémon fangen. Wir sind wieder gleich weit. Dann sind wir beide gleich weit, genau. Ja, nice, Leute. Dann gibt es morgen vielleicht sogar zwei Pokémon. Das wäre geil. Das wäre cool, ja. Warte, ich muss. Also, ich stehe jetzt hier auf Route 5. Das Problem ist, ich bin schon die Etagen runtergesprungen und ich wäre jetzt sonst im Gras. Deswegen bewege ich mich nicht. Ich will jetzt hier keinen Spoiler machen für die nächste Folge. Ja. Und wenn ich einen Schritt nach oben gehe, ändert sich die Musik. Dann kommt die Stadtmusik. Mach hier mal das Myraplaf. Jetzt gehe ich einen runter, Leute. Und es kommt wieder andere Musik. Welche Musik mögt ihr lieber? Musik A? Oder? Musik B? Musik B. Puh, so, ja. Na, warte. Ich glaube, sie hat noch ein Pokémon gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Oder? 9 Stunden ja, 46. Zwei hat sie sogar noch. Wir haben 10 Stunden gebraucht, Leute, um die zwei Orte zu kriegen. Und der Speedrun liegt, glaube ich, bei 2 oder 3 Stunden oder so. Oder 4. Wir geben halt alles gerade. Wir geben alles für euch, ey. Jetzt gerade ich auch, ey. Ich stehe hier einfach so rum. Ich wette, wenn ich da runterspringen würde, würde ein Pokémon kommen. Ich mach das nicht. Nein. Ich Kratzer ging daneben. Gammel jetzt hier rum. Kratzer ging wieder daneben. Die wollen mich doch verarschen hier. Wer macht denn da den Kratzer? Sandan. Ja, hättest du mal Dick da mitgenommen. Genau. Also, ich brauche Stein, Unlicht, Drache, Geist. War es das schon? Elektro. Eis. Elektro, stimmt. Okay, Eis. Sind noch genug frei. Stimmt. Stahl wäre auch noch eine Möglichkeit. Stahl wäre auch noch. Okay, und mehr als genug eigentlich, Leute. Also, wenn ich jetzt mal Glück habe, könnte ich wieder was kriegen. Drück mir die Daumen, wirklich. Ich... Guckt euch mein Team an. Du kriegst bestimmt Izzo oder so. Das ist doch nicht schön. Ja, der ist ja Psycho, den brauche ich nicht. Du kriegst bestimmt so ein absolutes Labben-Pokémon. Passt dann wenigstens in mein Team. Ja, und dann darfst du es nicht einsetzen. Du kriegst bestimmt Raupi oder Kokuna. Raupi, ey. So, was ist da los bei dir, Goro? Ja, das fucking Myrapla ärgert hier. Beende jetzt einfach meine Folge, tschüss. War der Kratzfurie-Regel. Hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Pokémon noch auf Level 100 trainiert in der Zeit. Das ist doch nicht wahr. So, ich hab jetzt gewonnen. Jetzt gehe ich zu Bill rein. Sehr schön. Und dann labere ich ihn kurz an und dann muss er sich kurz verwandeln. Elisa. Dann hast du auch das Bootsticket. Ja, sie hat gesagt, sie ist nicht sauer. Ich bin ein Pokémon, bla, bla, bla. Ja, mach das nicht. Nee. Ich bin. Ich kenne das nämlich. Weißt du, wenn du jetzt da runterspringst, sobald du im Gras landest, kommt ein wildes Pokémon. Kann ich nicht bringen. Dann muss ich mich am PC stellen, ne? Ja, genau. So, dann geht das Pipi rüber. Und es hört sich so an, als würde Schwester Joy meine Pokémon heilen. Vielleicht heilt sie ja jetzt auch gerade insgesamt nebenbei. Und plötzlich ist Bill da. Oh yeah. Und Goro hält das Bootsticket. Er hat einfach den schnittigsten Haarschnitt hier. Hat er auch. Im Anime auch, ey. Ja. Er ist halt Bill. Der Pokemaniac. So, Party, er mag kein Trubel. Ich gehe aber gerne hin. So, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schaltet rein. Haut rein. Haut rein.